Oh, wow. Alter Schwede, das haben sich die Gastwirte privat. Miles End. Room and Board. Okay. Da geht's rein. Hier hinten haben sie Stallung. Leckergrill. Wahrscheinlich ist dort das Lagerhaus. Oha, oha. Also, was sie sich mit 1000 aufzu. Ich wollte gerade sagen, und den ersten Bettler. Sowas wäre nicht, wird nicht geduldet hier. Guten Morgen. Bin jemand wach? Na, ihr zwei. Köstlich, Liebes. Connor, was führt dich her? Ich kam vorbei und dachte, ich sehe mal nach, wie es euch geht. Wie nett von dir. Nun, mein Junge, es geht uns sehr gut. Zwischen diesen Nachbarn? Die Matrosen kommen und gehen, ganz zu schweigen von den Reisenden. Unsere Betten sind immer belegt und das Bier geht gut weg. Ich bin froh, dass bei euch alles so gut klappt. Sind wir auch, Connor. Ich müsste lügen, wenn ich sagte, wir waren nicht besorgt, als wir das alte Gasthaus verloren. Doch Gottes Wege sind unergründlich. Wer bist denn du? Bist du einfach nur ein Gast? Du hast keinen Namen. Nö. Alter Schwede, das sind aber auch Indianer teilweise Beine. Hier da ein Pferd. Da ist eine Kuh. Hey! Okay, warum geht das jetzt auf einmal? Lag das daran, dass ich letztes Mal mit der Mission noch nicht fertig war? Muss ja fast. Muss ja. Wir machen mal eine ganz krasse Stichprobe, interaktives Gespräch. Halt, da lang. Versuchen es nochmal mit den Holzfällen. Nur gerade im Überlegen, wieso drei? Gehört der Junge mit dazu? Moment. Ungültiges Ziel. Komm mal her, Pferd, wenn du hier so schön wartest. Ach, das sind unsere beiden Holzfäller. Mal wieder. Du sollst absteigen. Geht gerade nicht? Na gut, reden wir erst. Hey, Connor! Gentlemen, ihr habt euch wieder vertragen? Oh ja, sind auf dem Weg zu einem Bierchen. Du hast vielleicht bemerkt, dass ich ab und zu etwas heißblütig bin. Diana geht's gut, den Kleinen geht's gut. Hier ist eigentlich alles gut. Bin nur froh, dass ich Godfrey nicht wehgetan habe. Mal ehrlich, das hätte ich mir nie verzeihen können. Bin auch froh, Terry. Du hättest mich mit deinen Fäustchen pieksen können. Oh Gott. Reiz mich bloß nicht. Schon gut, bleib locker. Ich bin froh, dass alles beim Alten ist. Ich auch, und wechseln Sie. Guthrie, gehen wir hier oben zu Digo T und so weiter. Ihr wisst schon. Da kommt einer. Ein gültiges Ziel. Da steht ja noch jemand. Ein gültiges Ziel. Ungültiges Ziel. Ich habe keine Ahnung. Also gehören die nicht dazu.
Miriam gehörte dazu, die Gastwirte gehören dazu. Dann müssen ja rein theoretisch... Nurse Mine? Mine? Da gehen wir nochmal ganz kurz hin. Und dann haue ich mal ab aus diesem Grenzland. Nein, aus Devonport und gehe ins Grenzland. Hallo? Danke. Also manchmal ist es echt mal. Kribbelt gerade die Nase. Eine kleine Abkühlung. Hatten wir schon Biber? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Darum wollte ich mich auch noch kümmern. Aber das mache ich alles wieder, wenn die Kamera aus ist. Dass ich die fehlenden Tiere jage. Aber krass, dass es hier diese weißen Pumas gibt. Man zu ihm in die Mine kann? Und wo hat er jetzt seine Mine? Oh, ich krieg Gänsehaut. Muss ja hier unten irgendwo sein. Da ist ein Hirsch. Ja, wo war denn das? Wow. Okay, das war so... Das ist ein ganz normaler Hirsch. Das ist ein Wapiti gewesen. Ja, aber... Ach, doch ein Wapiti, okay. Ich hatte das übrigens auch noch gelesen von dir, Roger, von wegen diesen Übersetzungsfehlern. Das kann durchaus sein. Ach, come on, wo ist denn diese doofe Mine? Ich wollte ja eigentlich jetzt mal diesen... neun Jungen, die sitzen wahrscheinlich alle in der Kneipe, scannen. Funktioniert wunderbar. Ach da, Norris, da ist er doch. Da. Gültiges Ziel. Muss ich letzt... Wartet mal. Da. Aufgezeichnete Einwohner, Schmied, Arzt, Farmer, Jäger. 1 von 3 Gastwirte, Einwohner, Holzfäller. 0 von 3. Bergarbeiter, 0 von 3. Schneider, 0 von 3. Tischler, 0 von 3. Why? Keine Ahnung, was ich da mache. Ist aber auch schön zur Abwechslung, mal nicht auf Steine zu hauen. Okay, lassen wir das. Wir gehen jetzt zum Grenzland. Kann ich nicht porten? Doch. Es bedarf nur eine Quest. Ach Mist, falsche Hand frei. Ja, wir möchten ins Grenzland. Und ihr? Johnstown. Oh! Achso, nee, ist eigentlich nur das Zeichen für die Devonport-Siedlung, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Pfleger von Boston. Ich würde sagen, ich habe was zu tun, Leute. Ich werde auch hier die Hinkebein-Dinge alles einsammeln, was hier so kreucht und fleucht, ne? Das werde ich jetzt so offscreen machen. Die Quest werde ich nicht anfassen. Kuriermission, denke ich mal, stört keinen, wenn ich da die Briefe abgebe. Ist ja keine Sache mit den Schläger. Ich werde es kurz anmachen. Wenn es relevant ist, schneide ich es rein. Wenn nicht, lasse ich es weg. Und den Abenteurer nehme ich mit. Und wenn es dann hier zur Jagdgesellschaft geht, das natürlich auch. Aber jetzt werde ich erstmal dezent sammeln gehen. Was haben wir hier oben wieder? Wahrscheinlich nur, hey, meld dich mal wieder, Connor. Und that was. Hier unten haben wir übrigens ein Fort. Und da oben haben wir ein Fort. Sollte ich auf weitere treffen, die, wenn ich diese einnehme, schalte ich ebenfalls ein. Aber bis dahin werde ich jetzt erstmal sammeln gehen.
Yep, bis nachher, Leute und so, ne? Ist übrigens keine Siedlungsmission mehr hier, ne? Irgendwo muss ich doch noch Siedler herkriegen. Aber das werde ich schon finden irgendwie. Heute ist Assassin's Creed Tag. Wenn es wichtig ist, schalte ich Kamera ein. Ist das geil an OBS und ich habe jede Menge Platz. Und ja, vielleicht wird es eine Schnibbelei, aber egal. Bis dann, Leute. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed. Kurzer Schnitt und ich steige hier neu mit einer neuen Aufnahmesession ein. Ich wollte eigentlich schon viel, viel, viel früher aufnehmen. Ich rede allerdings nur vom heutigen Tag. Oh Mann, oh, ich will die Kiste haben. Allerdings, ich glaube, ich habe einen neuen Nachbarn. Und was machen neue Nachbarn? Sie ziehen ein. Natürlich ziehen sie ein. Geh weg, Mann! Er läuft davon. Ja? Er denkt wohl, er entkommt uns. Zurück mit dir, du mieser Feigling. Ja, ja, ich... Oh nein. Komm sofort her. Okay. Jedenfalls, seit heute Morgen... Das kann doch nicht funktionieren. Oh, fuck. Moment, ich muss... Was ist denn hier los? Irgendwie ist meine Steuerung... Ich erzähl gleich weiter, Leute. Ich muss mich hier gerade mal durchwühlen. Komm, reiß ihn die Füße weg. Hat nicht geklappt. Mach! Fuck! Wie das nicht funktioniert hat. Achso, ich habe gerade die falsche Taste gedrückt. Mein Fehler. Okay. Mein Fehler. Ja, passt auf. Nachbar zieht ein. Zu langsam? Was macht ihr denn da? Kommt gerade nicht klar, ne? Achso, klappt natürlich nicht. Na, kommt her. Ich weiß nicht genau, was der da unten verbrochen hat. Er kommt nicht mehr weg, der Arme. Egal. Nachbar zieht ein und seit heute Vormittag war es, ich weiß gar nicht, halb zwölf ungefähr. Er hat vorher schon mal angefangen, Finger aber konstant anzubohren. Und nicht einfach nur konstant, sondern immer so im Abstand von 20, 30 Minuten. Da habe ich gedacht, Alter, das kann doch jetzt nicht wahr sein. So, am Anfang habe ich immer versucht, Aufnahme starten. Nach 30 Minuten habe ich gedacht, oh, okay. Dann mal nach 15 Minuten, nach 20 Minuten. Ja, mittlerweile ist es... 17.30 Uhr. Also das heißt, er hat jetzt sage und schreibe 6 Stunden, so rum wird ein Schuh draus, 6 Stunden damit verbracht, was war das gerade? Achso, damit verbracht, irgendwelche Bohrlöcher zu setzen und ehrlich gesagt, ich bin ziemlich hart genervt von diesem Herrn. Ist ja auch egal, das passiert, neue Nachbarn ziehen ein, aber dass ich so lange ausgebremst wurde, naja. So, was habe ich eigentlich vor? Gut, also ich habe jetzt hier eingeloggt, ihr seht die, ich habe noch nicht alle fertig. Ich habe jetzt eigentlich nur die gesamte Ostseite fertig. Aber während ich gesammelt habe, habe ich gesagt, oh, wenn ich ehrlich bin, hier ist nichts weiter außer die Schlägemission, dass ich hier zu diesem Bären-Dings, also zur Jagdgesellschaft zurück soll. Ich habe hier die Force und ich habe natürlich hier oben den Sasquatch, / Bigfoot. Aber ich habe keine Siedlungsmission mehr, gar nichts und dementsprechend habe ich gedacht, nö. Irgendwie möchte ich ja schon weiterkommen und mich juckt es halt auch in den Finger, woher ich die letzten drei Assassinen bekomme. Weil momentan schicke ich meine Assassinen los und wenn das so weitergeht, machen die gesamte... Oh, wow. Die gesamte Ostküste klar. Eieiei. Connor, komm. Nochmal tief durchatmen und dann machen wir das, okay? Genau. So. Wir sind noch nicht ganz fit. Wir sind vom Nachbarn noch ein bisschen... Danke. Vom Nachbarn noch ein bisschen aufgewühlt, ist ja auch egal. Und ja, irgendwie auf jeden Fall fehlen mir Siedler. Warum kann ich da eigentlich hoch? Ist ja auch egal. Mir fehlen Siedler und mir fehlen die Assassinen. Also wenn man jetzt hier schaut, das war der blödeste Einstieg überhaupt. Ich hätte mal den vorher klar machen sollen. Klar Schiff machen, die Kiste. Hier, also gut, ich bin jetzt hier unten natürlich drin.
Könntest du übrigens schon wieder losschicken, sehe ich gerade. Hier beendet. Wenn das so weitergeht, ist das auch bald fertig. Und ich habe keine Ahnung, ob nachher die Erfahrung ausreicht, der drei Herren, dass die sich jeder Zweiergebiete vornehmen und dann einen Assassinen-Rekrut mitnehmen. Keine Ahnung. Was ich auf jeden Fall jetzt mache, ich werde mal zu einer Jagdgesellschaft wieder hin. Ich werde den Bären abgeben. Den haben wir nämlich immer noch. Und ich weiß nicht, die Force, nehme ich die schon auseinander? Keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir dorthin gehen. Wir werden den Schläger herausfordern. Wir müssen, glaube ich, 3 Stück herausfordern, ne? Es kann sogar sein, dass bei uns nachher einer in der Siedlung drin ist. Und genau das juckt mich in den Finger, während ich hier am Sammeln bin. Und natürlich, dass die Unkenntnis oder die Unwissenheit, wo man die nächsten Assassinen oder Siedler findet. Denn tatsächlich kann ich noch nicht so viel Geld machen, wie ich es gerne möchte. Denn mir fehlen tatsächlich noch eine ganze Menge davon. Betreten des Jagdreviers, Toys. Habe ich hier alle? Oder warum wurde mir gerade nichts angezeigt? Nee, mir fehlen noch 2 Stück. Warte mal, was haben wir denn? Ah, ich denke, das ist Wolf und Wapiti, ne? Also alles, was anders aussieht, sollte gejagt werden. Ich hol das mal raus, um jegliche... Ah, fuck! Ach, da... Ah. Das gehört nicht zum Spiel. Na? Yeah, komm hier. Schnüffel, schnüffel. Ja. Na komm hier. Ich will die eigentlich gar nicht töten, Bambi. Wieso geht das nicht? Da waren die Hasen, da war Nummer 4. Und gar nicht mitgekriegt, dass hier so viele Hasen sind, ehrlich gesagt. Und den Hasen schnappen? Hätte ich jetzt natürlich auch das Hirschding einfach untersuchen können, aber ich brauche auch Kohle, ehrlich gesagt. Da kommen wir nämlich zu dem Punkt, was ich sagte, dass man so oder so früher oder später jagen muss. Und natürlich wahrscheinlich auch für die Jagdgesellschaft und für den Kurierdienst in Boston genau dasselbe. Oh, wow. So kann man es natürlich auch machen. Ich wollte eigentlich... So kann man es natürlich auch machen. Tiere im Wald freuen sich und ich habe meine 4 Tierchen hier. Und jetzt geht's aber weiter. Ja, wie gesagt, spätestens für die Paketmission in Boston brauche ich die auch nochmal. Und insofern jage einfach nebenbei, was mir so vor der Flinte kommt. Ich habe so weitestgehend auch alle Gebiete abgereist. Ich glaube, bis auf das hier und das Nachbargebiet, da fehlt mir noch einer oder so. Und natürlich die gesamte Westseite hoch, da fehlt mir auch noch alles, aber das hat er jetzt umsonst. Wir werden auf jeden Fall dort bei der Jagdgesellschaft jemanden verprügeln. Das klingt so schlimm. Aber das ist nun mal unsere Aufgabe, der beste Schläger zu werden. Ich hätte mein Pferd rufen sollen, ne? Aber hey. Ja, jedenfalls, ich hoffe, ich habe auch schon die ersten Kommentare gesehen auf die neue OBS-Aufnahme. Ich weiß nicht, ich habe ja nochmal nachjustiert. Was ist das denn hier? Das sieht mir aus wie eine Abenteuermission hier. Das sind definitiv Siedler. Guck mal, hier ist der Gerber. Aber sowas von, was haben sie mit dir gemacht? Die haben Marterfall gebunden? Willst du nicht bei mir... Nee, das ist doch ein Gerber. Eindeutig. Junge, komm zu mir. Ich brauch dich noch. Das ist eine eigenständige Siedlung hier.